Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Das letzte Landing Spot Video ist ja mittlerweile schon 2 Monate her und deshalb wird es mal wieder Zeit für eine Aktualisierung von dem Video. Ich hatte euch ja dort auch nur einen einzigen Landing Spot vorgestellt, der mittlerweile nicht mehr funktioniert. Deshalb werde ich euch in diesem Video mal ein paar mehr neuere Landing Spots vorstellen, die vor allen Dingen richtig gut geeignet sind, wenn man jetzt nicht direkt 20 Gegner Early Game fighten will und dadurch auch extrem gut geeignet sind, um in FNCS zu spielen, in der Solo FNCS beispielsweise, die ja schon am Samstag startet. Dazu hatte ich euch auch ein Video gemacht, werde ich meine Infobox verlinken. Wenn es euch interessiert, könnt ihr es euch gerne nach diesem Video anschauen. Und wenn ihr natürlich auch weiterhin keine Videos hier mehr auf dem Kanal verpassen wollt, lasst natürlich gerne ein Abo da. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Schreibt noch gerne weitere Videovorschläge in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall interessieren. Und folgt mir gerne auch auf meinem Twitch-Kanal. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dort werden beispielsweise auch die Solo FNCS natürlich streamen. Das Ganze beginnt, wie gesagt, am Samstag. Bevor wir allerdings zu den ganzen Landing-Spots kommen, werde ich euch nochmal zeigen, wie man denn Landing-Spots überhaupt selbst herausfindet. Und dazu würde ich euch die Website lootlake.info empfehlen. Die werde ich euch auch mal in der Videobeschreibung verlinken. Dort könnt ihr euch alles mögliche anzeigen, was auf der Map zu finden ist. Allerdings ist teilweise davon nicht alles direkt aktuell. Das heißt, wenn dort eine Kiste angezeigt wird, muss es nicht unbedingt heißen, dass die dort tatsächlich auch verfügbar ist. Allerdings kann man damit trotzdem die allermeisten Kisten erkennen und auch deren Kistenspots erkennen und weiß dann eben halt so grob, wo wie viele Kisten sind, und so kann man relativ gut Landing Spots herausfinden. Und ich würde sagen, wir schauen uns dann mal direkt den ersten Landing Spot an. Und zwar ist der erste Landing Spot Camp Cod. Das ist diese Insel ganz, ganz im Süden der Fortnite Map, sogar noch südlicher als Misty Meadows, die sich hier ganz, ganz unten befindet. Dort hätte ich euch empfohlen, in dem Hafengebäude zu landen, in diesem Metallgebäude, nicht in diesem Schrottplatz oder oben im Haus, sondern am besten hier, denn dort sind einfach die meisten Kisten auf kleinem Raum. Deshalb einfach hier einmal reingehen und dann befindet sich hier direkt eine Kiste, die ihr öffnen könnt. Dann könnt ihr hier weitergehen und diese Kiste noch mitnehmen. Geht ihr einmal hier durch die Tür weiter, springt übers Geländer, dann ist hier auch noch eine weitere Kiste. Dann würde ich euch empfehlen, entweder hier links rauszugehen oder vielleicht nochmal die Ammo-Box hier mitzunehmen, die sich genau hier befindet. Oder ihr geht eben mal, wie gesagt, dann hier direkt aus dem Hafengebäude raus, geht dann einmal hier nach unten. Dann befindet sich hier an der Stelle noch so ein Spot, wo ganz viele Angeln drin sind. Und dann ist hier hinter der Ecke auch nochmal eine weitere Kiste, die ihr mitnehmen könnt. Dann könnt ihr euch schon mal ein paar Fische mitnehmen, hier an den ganzen Fishing-Spots. Am besten ist natürlich, wenn ihr einen Harpunierer aus solchen Boxen zieht, dann geht das sehr, sehr schnell. Allerdings hätte ich das nur gemacht, wenn ihr schon akzeptablen Loot habt, womit ihr eventuell fighten könntet, denn häufig landen beispielsweise dort oben in dem Building auch ein paar Gegner. Und dann würde ich euch empfehlen, hier einmal in diesen LKW reinzugehen. Dann ist hier noch eine Kiste. Ihr müsst euch allerdings erst mit hier durchboxen. Deshalb würde ich da nie early landen. Müsst ihr einmal hier als nächstes um dieses Gebäude herumlaufen. Zwischen zwei Generatoren befindet sich dann eine weitere Kiste. Dann könnt ihr hier rausgehen auf der Seite und dann nochmal hier weiter nach Norden, nach Westen gehen. Und dann befindet sich hier auch direkt die nächste Kiste. Und wenn ihr dann hier angekommen seid, dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr vielleicht mögliche Gegner dort fightet, die dort oben gelandet sind. Es kann manchmal natürlich auch sein, dass dort hinten jemand landet. Meistens aber, wie gesagt, da oben. Könnt ihr euch hier auch einfach in diesem Büschen verstecken und die dann eben halt abfangen. Ich hätte euch allerdings nicht empfohlen, hier unbedingt weiter zu looten. Der Loot müsste meistens eigentlich stimmen, und da oben zu looten lohnt sich da nicht so wirklich. Es sei denn, ihr habt natürlich einfach die Zone. Dann könnt ihr auch dort weiter looten. Ansonsten würde ich euch empfehlen, dass ihr hier einmal wieder zum Fluss geht. Dort nimmt ihr euch einmal das Boot, das sich eigentlich hier befinden müsste, und dann schwimmt er damit einmal zu dem Haus da vorne, schießt einmal 2 Rockets drauf, dann zerstört er mich auch nochmal die Kiste, die sich dort drin befindet. Dann sind hier nochmal 2 weitere Angelspots, also Spots, wo Angeln drin sein können, und die könnt ihr dann auch nochmal zerstören. Als nächstes müsst ihr dann wieder zurück zum Hafen schwimmen, euch hier die letzten ganzen Fishing-Holes schnappen, die hier sind, rum um den Hafen rum. Ich wäre nicht zu weit weggegangen, dann lohnt es sich nicht mehr ganz so extrem, aber hier die ganzen, die rundherum um den Hafen sind, lohnt sich auf jeden Fall. Und dann müsst ihr als nächstes auf die Map gucken und einmal schauen, wo sich denn die Zone befindet. Wenn die Zone da oben in der rechten Ecke ist, dann würde ich euch empfehlen, mit dem Motorboot einmal rechts übers Meer zu fahren und dann dort natürlich auch überall an den Küsten Fishing Holes und Kisten mitnehmen, die ihr vielleicht so am Rande nochmal seht. Ihr könnt auch ein bisschen in der Zone stehen, da ihr eigentlich relativ viele Flopper tatsächlich haben solltet. Wenn die Zone eher auf der linken Seite ist, dann würde ich euch empfehlen,
ganz links einfach herumzufahren. Oder wenn die so und so ungefähr bei Lazy Lake ist, dann fahrt einfach einmal den Fluss hoch, der ja auch direkt bei Camp Cod ist. Und dann würde ich sagen, war es das soweit zu dem ersten Landing Spot. Ich würde nur sagen, wir kommen dann zum zweiten Landing Spot. Und zwar ist das die Wetterstation, die sich tatsächlich relativ nah bei Camp Cod befindet. Hier würde ich einmal oben in das Building reingehen, dann hier einmal die Kiste mitnehmen, die sich hier oben befindet. Oder natürlich, wenn hier außen irgendwelche relevanten Floor-Loot-Spawns sind oder auf dem Dach ein relevanter Floor-Loot-Spawn ist, dann könnt ihr natürlich auch den mitnehmen. Ansonsten erstmal oben die Kiste looten, dann hier weiter nach unten gehen, die Kiste mitnehmen, dann nochmal eine Etage tiefer gehen und dann einmal hier links weiter rumgehen, die Kiste hier öffnen, einmal das ganze Holz hier mitnehmen, dann einmal hier durch, natürlich Munibox mitnehmen, dann hier nochmal die Kiste looten, dann einmal hier auf der rechten Seite weiter, hier natürlich wieder Munibox mitnehmen, einmal das Auto mitnehmen, also ein Auto mitnehmen und damit die Kiste zerstören, geht ihr einmal hier rein, baut hier über euch den Floor ab, dann habt ihr die nächste Kiste, hier einmal noch das abbauen, dann den Kühlschrank abbauen, dann geht ihr hier ganz einfach einmal durch das Building durch, geht einmal dann hier hinter die Solarzellen, zerstört nochmal das hier, habt ihr direkt die nächste Kiste und ihr seht wirklich, hier habt ihr so viele Kisten und die ihr vor allen Dingen so extrem schnell bekommen könnt. Als nächstes würde ich dann hier die ganzen Zäune rundherum abbauen, dort noch das Auto einmal abbauen, bis hier hinten zu dem Zaun. Dann geht hier einfach einmal an der Seite die Treppe hoch. Natürlich befinden sich in Arena-Modus nicht die Chopper, das heißt, den könnt ihr nicht usen. Und dann könnt ihr hier nochmal die Kiste aufmachen und hier die restliches Metal Full Farm mit diesen kleinen Zäunen, die hier am Rande sind. Dann, um weiterzugehen, würde ich euch nur eine einzige Loot-Route empfehlen, die ich eigentlich immer so machen würde. Und zwar dann einmal oben zu diesem kleinen Camp weitergehen, dann einmal runter zum Bunker gehen und dann zum Muskelkaters AK weitergehen. Dort wird die meistens tatsächlich gelootet sein. Kann auch sein, dass manchmal beim Camp jemand ist oder bei euch sogar bei der Wetterstation jemand ist. Allerdings sollte man, vor allen Dingen, wenn ihr beim Camp welche sind, beim Bunker unten welche sind, habt ihr immer Highground über die, das heißt, ihr habt relativ gute Möglichkeiten, die dann auch zu killen und so habt dann vielleicht ein bis zwei Early Game Kills das eine oder andere Mal. Und wenn eben halt dann Muskelkater noch nicht gekillt wurde, beziehungsweise irgendjemand mit der Muskelkater AK da rumläuft, dann könnt ihr den auch noch direkt mitkillen und dann seid ihr erstmal fertig mit der Loot-Route, dann geht ihr einfach weiter Richtung Lazy Lake oder wo auch immer ihr hin wollt, einfach in Richtung der nächsten Zone. Soweit auf jeden Fall dann erstmal zu der Loot-Route. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zur dritten Loot-Route und die ist hier neben Lazy Lake. Dort ist so ein kleines Gebäude, das relativ unscheinbar tatsächlich wirkt zwischen Retail Row und Lazy Lake. Hier befindet sich allerdings tatsächlich eine Henchman-Chest drin und dann insgesamt zwei weitere Kisten für die Henchman-Chest oder generell fürs Landing. Hier einmal an der Seite landen, an der westlichen Seite euch durchboxen, habt ihr hier direkt zwei Kisten. Die andere wird hier im Kampflabor nicht angezeigt, allerdings ist hier eine Henchman-Chest, die ihr auch direkt mitnehmen könnt. Dann geht ihr einmal nach oben, geht hier oder nimmt einmal die Munibox mit, geht hier rein, macht die Tür vielleicht wieder zu, dann Kiste mitnehmen. Könnt ihr vielleicht nochmal hier reinschauen, hier ist allerdings meistens immer nichts. Könnt ihr auch mal den anderen Spot mitnehmen. Ich hätte euch nicht empfohlen, direkt die LKW oder die Autos hier mitzunehmen. Lohnt sich meistens nicht wirklich. Ich würde dann hier unten Richtung Fluss weitergehen. Hier im Fluss sind tatsächlich auch keine Fishing Holes. Das heißt, es bringt euch gar nichts, wenn ihr hier einen Harpunier habt. Ihr könntet dann frühestens bei Lazy Lake dann wieder tatsächlich was mit dem Harpunier anfangen. Hier habt ihr dann das Auto. Dort könnt ihr auch nochmal die Kiste drauf zerstören. Dann könnt ihr ein paar Steine mitnehmen. Dann einmal hier nach oben gehen. Hier auch immer ein paar Steine mitnehmen, ein bisschen Holz mitnehmen. Dann läuft ihr hier weiter zu diesen Steinen oben. Hier befindet sich auch nochmal eine weitere Kiste. Und früher war tatsächlich hier auch nochmal ein Slurp Truck. Der wurde allerdings entfernt, das heißt, hier kann man sich nicht mehr so easy Full Shield farmen. Ich würde euch dann auf jeden Fall empfehlen, hier vielleicht noch ein bisschen Holz mitzunehmen, einfach in den Bäumen. Dann läuft er einfach straight rüber nach Westen und dann holt er oben auf dem Berg nochmal eine weitere Kiste, geht runter zur Militärbasis und dann, je nachdem wo die Zone ist, geht er entweder Richtung Lazy Lake am Fluss entlang, nimmt er vielleicht ein paar Fishing Holes mit und fightet dann ein bisschen in Lazy Lake oder geht nach Norden ein bisschen zur Tankstelle, wenn die Zone eher Richtung Frenzy Farm oben ist. Und das war es dann soweit auch schon zum dritten Landing Spot. Dann würde ich sagen, kommen wir zum vierten und letzten Landing Spot und zwar ist das Lockys Leuchtturm. Das befindet sich zur Abwechslung mal nicht ganz unten rechts in der Ecke der Karte, sondern ganz oben links in der Ecke der Karte. Ihr seht auch, die ganzen Landing Spots sind tatsächlich nicht wirklich zentral. Allerdings hat man von allen immer Boote, womit man eigentlich dann wieder Richtung Mitte der Map kommen kann. Und man wird immer relativ wenig auf den Wegen gestört, wenn man Richtung Mitte der Zone will. Und deshalb finde ich die immer sehr, sehr gut. Außerdem hat man eben halt auch geringe Third-Party-Chancen,
Weil hier zum Beispiel bei Lokis Leuchtturm würde ich euch immer empfehlen, ganz oben bei Lokis Leuchtturm zu landen. Und dann kann immer höchstens euch einer vom Gebäude dort unten angreifen, aber von allen anderen Seiten nicht. Auf jeden Fall solltet ihr hier dann einmal oben die Kiste mitnehmen. Müsst ihr einmal aufpassen, dass ihr hier nicht einfach runterspringt. Geht dann einmal hier ein paar Etagen runter. Nimmt dann die ganzen Kisten hier mit, die auf dem Weg sind, wie zum Beispiel die hier. Und dann noch die weitere, die irgendwo 2 oder 3 Etagen noch mit tiefer ist. Ich hätte euch allerdings nicht empfohlen, das Gebäude hier einfach abzubauen, denn das dauert meistens einfach zu lange und so seid ihr viel sicherer. Hier könnt ihr dann auch direkt euch Shield und so gönnen. Es kann auch häufig sein, dass jemand dort im kleinen Haus noch landet und da habt ihr allerdings eine relativ gute Chance, weil ihr seht, ihr habt einfach direkt wieder Highground über den, weshalb das eigentlich auch relativ nice ist. Ich hatte zum Beispiel einmal, dass hier sich jemand geheilt hat, dann habe ich ihm eben halt Instant Shot direkt drücken können. Hier ist auf jeden Fall oben einmal eine Kiste drin und dann befinden sich noch 3 weitere Kisten, glaube ich, hier verteilt im Gebäude. Hier ist zum Beispiel auch noch dieser Anker vorne, der bringt tatsächlich auch relativ viel. Natürlich immer generell beim Looten immer also solche kleinen Sachen abbauen. Vor allen Dingen Holzsachen, die findet man oder kann man relativ schnell abbauen. Dann ist hier einmal eine Kiste. Dann müsste sich hier einmal über, also einmal im Hinterraum, da drüber noch eine Kiste befinden. Sowie dann natürlich nochmal eine weitere ganz oben auf dem Dachboden, die ihr auch ganz leicht abbauen könnt. Also auch relativ praktisch, dass man einfach jede einzelne Kiste dort direkt abbauen kann und eben halt die nicht von Hand einfach öffnen muss. Und dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr entweder dann nochmal da runter geht Richtung The Shark und dort nochmal 2 Kisten mitnimmt. Wenn ihr zum Beispiel den Grappler haben wollt, dann kommen ja meistens die Gegner aus dem Tresor dort hinten an. Dann könntet ihr hier abstauben, könntet ihr auch oben vielleicht erstmal ein bisschen warten und die dann, also wie gesagt, einfach abstauben oder geht dann eben direkt through the shark rein. Das ist so etwas der aggressivere Weg und dabei sollte die Zone nicht zu weit weg sein. Also vielleicht höchstens bis zur Absturzstelle, bis maximal Sweaty Sands. Weiter hätte ich euch nicht empfohlen, dass die Zone weg ist, denn sonst geht dann viel zu hohes Risiko ein. Ansonsten würde ich euch empfehlen, geht einfach Richtung Osten, schwimmt dann einmal den ganzen Weg entlang, dann befinden sich dort 2 kleine Häuser mit, glaube ich, 2 Kisten drin, die ihr mitnehmen könnt. Dort sind auch wieder ein paar Angeln drin und dann befinden sich auf dem Weg dann weiterhin immer wieder ein paar Fishing Holes und dann ist neben der Insel auch noch ein Boot, das ihr mitnehmen könnt, womit ihr dann unter der blauen Brücke durch Richtung The Agency den Fluss durchfahren könnt. Ist allerdings etwas riskant immer, also dort lohnt es sich teilweise schon wirklich ganz gut, dass ihr einfach ein paar Flossen auf Reserve nimmt und dann einfach ein bisschen eine Flopper-Player macht und wartet, bis die Zone euch einholt, damit ihr immer safe in der Zone erstmal den ganzen Weg durchfahren könnt, denn ansonsten kommen immer häufig Gegner von Craggy, von Pleasant, von Francie alle zum Fluss und können euch da unten relativ gut abstauben. Deshalb wird das sonst immer dort vielleicht etwas schwierig und ihr kommt immer relativ schnell in Third-Party-Situationen. Vor allem, wenn die Zone dann weit weg ist, dann wird es sehr, sehr kritisch. Deshalb, wie gesagt, ein bisschen den Sturm als Beschützer nehmen. Ich hoffe, euch hat dieses Video natürlich gefallen. Wenn ihr natürlich auch weitere Landing-Spots habt, die ich jetzt nicht erwähnt habe, schreibt es gerne in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall interessieren. Genauso könnt ihr natürlich weitere Videovorschläge in die Kommentare schreiben, irgendwelche Sachen für FNCS, irgendwelche Tipps und Tricks und so dafür. Würde mich auf jeden Fall auch interessieren und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder oder im nächsten Stream wieder. Bis dahin, ciao, Leute.